Ja, hallo und herzlich willkommen zu Planet Coaster. Jetzt musste ich eine Sekunde überlegen. Ja, wir verwenden das Video wie immer als Let's Play und Livestream parallel. Also erst natürlich als Livestream, später als Let's Play. Die Stammzuschauer kennen das, ich sag's nur immer wieder gern. Momentan haben wir ja schon stark wachsende Abonnentenzahlen in diesem Kanal und auch allgemeine Zuschauerzahlen, die nicht abonnieren. Darum erwähne ich das ganz gerne als Informationszwecken. Auch für den Fall, dass man sich später das Let's Play anschaut und wundert sich, was ist denn da los, mit wem quatscht der denn die ganze Zeit, dann lese ich den Chat vor oder antworte den Chat. Also bitte nicht verwundern. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt soll er hier auch mal reinladen. Ich habe extra ein bisschen eher gestartet. Wir sammeln uns ja immer erst ein bisschen, bevor es dann richtig losgeht. Es sollte gleich soweit sein. Ich höre mal ganz kurz in den Livestream rein. Tonmäßig, ihr kennt das schon. Das hört sich gut an. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, wer heute der Erste ist, der schreibt. Oder die Erste ist, die schreibt. Jetzt könnte er aber auch langsam fertig werden. Aber gut, wir nutzen einfach die Zeit und warten und sammeln uns. Und genießen vielleicht ein bisschen die Musik. Ah, es geht weiter. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wir haben das letzte Mal nämlich Bahnen gebaut. Ihr habt euch so gewünscht, dass wir Bahnen bauen. Und wir haben hier eine Bahn von einem Zuschauer bekommen. Da müssen wir gleich mal gucken, dass ich das wieder hinkriege. Ich entsinne mich jetzt gerade wieder. Unsere Finanzen sehen nicht so toll aus. Diese Bahn ist sehr beliebt. Wir fahren mal. Wir fahren jetzt mal mit der Bahn, die wir zuletzt gebaut haben, mit. Und der Kogi ist da. Ja, du bist sogar der Erste heute. Sehr schön. Und ich habe deine Bahnen auch runtergeladen. Ich habe deine Bahn auch runtergeladen. Wir fahren jetzt einmal die neue Bahn, damit alle die sehen. Wir müssen uns eh sammeln. Das ist die Bahn, die wir im letzten Livestream gemacht haben. Ja, endlich geht mein Livestream los. Ja, heute, wie gesagt, ich habe ja gesagt, 15 Uhr, 15.15 Uhr, jetzt 15.15 Uhr geworden. Crazy Crafter ist wieder da. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, wir schauen jetzt mal, wie es abgeht. Die Bahn finde ich schon ziemlich cool, die wir hier letztes Mal gebaut haben. Ihr habt euch Loopings und alles gewünscht, aber da habe ich mich nicht ganz rangetraut, wenn ich ehrlich bin. Finde ich schon sehr cool. Ich bin immer ein bisschen leiser, wenn wir fahren, weil die Gerätschaften natürlich sehr, sehr, sehr laut sind. Ja, das ist die eine Bahn und die andere, die hier sehr beliebt war, war diese Bahn hier. Und da geht's auch gerade los. Na, was haben wir denn heute für ein Glück? Da können wir auch mal mitfahren. Ich bin wieder leise. Hey, ich bin wieder am Start, schreibt Alex. Ja, schön, dass du wieder da bist. Bahn oder Bahnen? Ich glaube, du hast du hast, glaube ich, zwei Sachen hochgeladen, Kogi. Oder es waren insgesamt drei Sachen, die ich runtergeladen habe, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die alle von dir sind. Ja, da dürfen wir dann noch ein bisschen die Erde tiefer machen an zwei, drei Stellen. Das wissen wir auch. Werden wir auch definitiv gleich noch machen. Die Bahn haben wir gesponsert bekommen. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Zuallererst schließen wir die mal an, weil es gibt nichts Wichtigeres als eine angeschlossene Bahn.
Und ich habe gehört, wir haben da so ein bisschen das kaputt gemacht, weil ich die ganzen Sachen hier nicht mitgenommen habe. Irgendwelche Lichter. Gemeint waren sicherlich die hier. Ich werde mal gucken, ob ich die wieder halbwegs platzieren kann. Alles wollte ich jetzt nicht haben. Eigentlich wollte ich nur die Sachen hier haben. Also seid mir nicht böse, dass ich nicht immer alle Namen gleich weiß, wer was gebaut hat. Hä, warum nimmt er das wieder? Das ist alles verbunden miteinander. Das ist das Problem. Darum kriegen wir die Lichter da auch nicht hin. Ja, das ist leider alles zusammenhängend. Ich kann es nicht, erweitertes Kopieren. Ja, das ist alles miteinander leider verbunden. Ja, eine Holz und eine Wasser. Hier, schau mir die auf jeden Fall an, Kugi. Was habe ich erst gegen 15 Uhr freigegeben, da ich noch kurz was ändern wollte. Ja, das ist okay. Ich habe die um 15.10 Uhr habe ich das gestartet. Das Spiel hatte noch ein Update. Und dann habe ich das runtergeladen. Also müsste top aktuell dann sein. Ja, das kann ich hier leider nicht benutzen. Leider nicht in der Form. Das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen schade. Kann man das voneinander trennen, dass ich daraus zwei einzelne Sachen mache? Einmal den Part und einmal den Part? Wahrscheinlich nicht, ne? Bearbeiten. Ja, damit beschäftige ich mich ein bisschen später. Das wird zu lange dauern. Ja, wir müssen sehen, dass wir Geld reinkriegen. Das heißt, wir schließen das schnell an. Was geplant? Heute wieder ein bisschen bauen. Wir wollen den Park ein bisschen rankriegen, ein bisschen dekorieren. Also gibt nichts wirklich Festes, Alex. Halten wir wie immer flexibel, ne? Ist selten, dass wir so direkte Vorgaben uns selber machen. So würde ich es heute halt auch wieder handhaben, dass wir da, wie wir lustig sind, machen. Wenn ihr irgendwann mal der Meinung sagt, Mensch, das müsste jetzt aber mal das und das gemacht werden, dann kann man darüber sicherlich reden. Und wenn, ach, wir haben nicht genügend Geld und wenn ihr jetzt nicht extra Wünsche habt oder sowas, dann würde ich einfach mal gucken, was sich so ergibt. Crazy Crafter, habe auf den Livestream so lange gewartet. Ja, es tut mir leid. The Special Tropics ist auch wieder da. Hallihallo. Ja, es tut mir leid. Mittlerweile spielen wir ein bisschen mehr Spiele. Vorher haben wir nur Minecraft, Cities Skylines gespielt und Planet Coaster. Mittlerweile spielen wir da schon ein bisschen mehr Abwechslung. Und natürlich hat man auch nicht immer jeden Tag Gleichzeit. Also, tut mir leid, dass du ein bisschen warten musstest. Bleibt aber leider nicht aus. Ich bin leider kein Berufs-Let's Player. Mittlerweile sage ich sogar schon leider, weil ich es mir mittlerweile sogar richtig wünschen würde. Aber das ist natürlich ein weiter Weg da irgendwann mal hin. Ist aktuell nichts Realistisches. Wollte das nur als Erklärung nehmen, dass das halt der Grund ist. Ich mache das nicht beruflich, sondern nur als Hobby. Ja, also dann habt ihr auch da die Info. Auf Bearbeiten klicken und dann Gebäude, was du nicht willst, löschen. Ah, danke schön, Kogi. Ja, dann werde ich das mal machen. Dann kopiere ich das und dann lösche ich das jeweils einmal. Das können wir gleich mal machen. Hier hängt eine Lampe in der Luft sogar. Wie kann die Lampe in der Luft hängen? Die war bestimmt an der Bahn angebracht. Ja, ist halt ein bisschen schade, wenn man das dann halt. So trennt alles, ne? Also, das hat halt nicht gepasst. Das war zu groß. Aber die Bahn selber sieht gut aus. Wir sind sie noch nicht gefahren. Wir können ja mal eine Probefahrt machen, bevor wir sie anschließen. Ob denn da alles okay ist. Testbänden wollen wir nicht. Wir fahren mal einmal mit. Ist es eine Zuschauerbahn? Ich weiß gar nicht mehr, wer die gemacht hat. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht mehr. Wenn du gerade da bist, melde dich einfach. Dann lese ich das auch liebend gerne vor. Ja, lass uns mal überraschen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Mal sind wir die nicht gefahren, ne? Oder sind wir die letztes Mal gefahren? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall werde ich das dann mal machen, was der Kogi gesagt hat. Bearbeiten und löschen. Dann können wir die Sachen machen. Crazy Crafter ist nicht schlimm. Ja, das glaube ich, dass es nicht so schlimm ist. Ali und Hi schreibt Arasul. Herzlich willkommen wieder. Ich kann mich an dich natürlich bestens erinnern. Boah, die ist schon krass, die Bahn. Das hier ist schön. Ja, Crazy Crafter. Ich muss mal gucken. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Es gibt ja aber auch noch das Let's Play. Wir verwenden ja den Livestream auch als Let's Play. Das heißt, du kannst vielleicht Folgen da angucken, die du noch nicht kennst. Kannst du mich grüßen? Arasul. Habe ich gerade ja schon getan. Mache ich auf diesem Weg gerne nochmal. Wenn ich eure Namen vorlese, ist das ja fast wie grüßen. Aber ich grüße dich gerne auch nochmal ganz speziell.
Ja, man hat hier sogar gut Übersicht. Eigentlich ist die Bahn wirklich niedlich gemacht. Hat auch einen langsamen Part. Ich finde, sie ist an manchen Stellen ein bisschen krass, aber wir lassen es. Das Tor ging nicht auf. Wir werden damit jetzt erstmal leben. Eingang. Ach, hatten wir ja schon. Das war gerade doof. Ich muss ja den Eingang machen. Ich würde da ganz gerne hier ein bisschen was Sandiges haben. Ja, den machen wir ganz fett auf jeden Fall. Was habt ihr noch? Alex, kannst du eine Achterbahn bauen, die in einen Turm hochgeht? Und dann hast du das Spiel. Du könntest das gerne machen. Das Problem ist, wir haben gerade erst letztes Mal eine Achterbahn gebaut. Ich will ungern jetzt schon wieder eine bauen. Also ich würde... Wir können später nochmal eine bauen, aber... aktuell würde ich es bevorzugen, wenn wir auch den Park ein bisschen dekorieren und alles und uns nicht nur mit Achterbahnen beschäftigen. Also ich finde Achterbahnen auch cool. So zum Schauen und so ist das alles in Ordnung. Aber ich sage auch, es ist natürlich auch schön, wenn wir mal vorankommen. Der Park soll ja mal irgendwann auch veröffentlicht werden für euch, nicht? Die Breite habt ihr mir letztes Mal auch einen Tipp gegeben, dass man auch mal breiter bauen kann. Dessen war ich mir auch nicht so 100% bewusst, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich bin immer ehrlich. Oh, das ist schon gelogen, Xelron, das ist so gelogen. Niemand ist immer ehrlich. Es gibt immer Menschen, die Unwahrheit sagen. Ja, das stimmt, ich nicht. Ja, nein, kleiner Spaß am Rande hier. Bin einfach gut gelaunt, weiß gar nicht warum, aber macht ja auch nichts. Also mit dem Turm hört sich gut an, Alex, aber das Problem ist wirklich, wie gesagt, dass wir da halt mal gucken müssen. Das ist dann nicht so einfach. So, den Premium-Pass können wir ja auch mal machen. Den können wir sogar... Wir lassen den mal hier lang gehen. Dann können wir das hier super dekorieren. Das wird super dekoriert. Ist zwar nur eine kurze Premium-Pass-Schlange, aber... So, einmal darauf, einmal da. Aber das macht ja nichts. Das macht ja gar nichts. So, dieser öffnet. Wir gucken mal, ob das dann angenommen wird oder nicht. Ich muss noch was gucken. Wo kann ich das sehen? Da. 19% ist natürlich arg wenig. Kannst du Achterbahnen bauen, den Turm und so weiter? Sind wir gefahren? Arasul sagt, er kennt das Spiel. Alex schreibt, nee, leider nicht. Hasst das Spiel leider nicht. Ja, vielleicht bauen wir das später mal in irgendeinem späteren Stream, weil wie gesagt, aktuell sollten wir gucken, so ein bisschen dekorieren und so, dass wir nicht pleite gehen. Wir brauchen ja auch Geld. Wir generieren zwar jetzt viel, aber man muss auch ehrlich sein, diese Achterbahn hier, die rote, die wir gebaut haben, die hat auch echt Spaß gemacht sogar zu bauen. Hätte ich nicht gedacht. Aber die hat, denke ich mal, so um die 15.000, vielleicht 20.000 kostet. 15.000 würde ich erschätzen, aber vielleicht waren es auch mehr. Und das Geld müssen wir erstmal haben. Ne? Das ist... ja, sonst hält man immer an und City Skylines auch nicht. Ah, okay, das ist natürlich ärgerlich, wenn du das nicht hast. Aber es läuft ja auch nicht weg. Die Spiele werden ja mit der Zeit auch ein bisschen preisgünstiger und gerade solche Parkspiele oder so, die kann man immer spielen. City Skylines kann man immer spielen. Wird man auch in 2-3 Jahren noch locker spielen. Also, da kannst du dich dann trotzdem nochmal freuen, wenn du das Spiel irgendwann mal bekommst, beziehungsweise dir holen kannst. Das ist dann trotzdem eine super Sache. Ich würde gerne mal was gucken. Hier in der Mitte würde ich gerne alles mit diesen roten Büschen machen. Ich weiß auch nicht warum. Es gefällt mir. So, jetzt müssen wir uns mal drehen. Und ein bisschen... Hallo. Danke, liebes Spiel. Warum geht der da immer ran? Ich weiß das gar nicht. Du sollst da nicht ran. Geh da nicht ran. Ja, jetzt steht er natürlich perfekt da. So, und dann kopieren wir die einfach. Das ist ein bisschen einfacher. Und einmal drehen, bitte. Dankeschön. Und einen müssen wir noch haben. Der gehört hierher dann.
Ah, mal eine rote Insel. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So ein bisschen im Weg soll es immer ragen. Das finde ich realistisch. Die Annika Schartei. Ja, hi. Schön, dass du da bist. Und Redstone Kings ist auch wieder da. Sehr schön. Ja, dann auch du. Herzlich willkommen natürlich. Vielleicht möchte das einer. Vielleicht möchte das ein anderer machen. Ja, das kann natürlich auch sein, dass jemand so eine Turmachterbahn mal bauen will. Da sind wir ja absolut offen. Wir nehmen ja hier auch Projekte von Leuten an. Ich kann mal schauen, was ich machen kann. Gib mir ein paar Tage Zeit, schreibt der Kugi. Ja, der Kugi hier hat voller Einsatz. Finde ich super von dir. Weil ich muss leider gehen. Vielleicht sieht man sich im nächsten Stream bei, schreibt Aerosul. Ja, dir einen schönen Tag. Mach's gut. Phil Riggs schreibt: Hi, ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Annika bekommt das Spiel zu Weihnachten. Ja, das ist ja jetzt auch nicht mehr so weit weg. Man denkt immer, oh, Weihnachten ist 1000 Jahre weg. Ist es ja, wenn man ehrlich ist, gar nicht. Das geht so schnell. Wir sollten mal gucken, die ersten Passagiere kommen. Wir könnten hier eigentlich auch ein bisschen mit Felsen arbeiten. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Der sieht sehr schlecht texturiert. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, der sieht aber mega schlecht texturiert aus. Ich gucke gerade, wie man hier eventuell eine Steinformation bauen könnte. Bin mir aber nicht so sicher, ob das überhaupt geht. Kann man mal so lassen, dann ist man ein bisschen extravagant. Das können wir dann auch mit Pflanzen und so dekorieren. Können aber auch einen einfachen Stein erstmal hier hinstellen. Und was ihr mir auf jeden Fall beigebracht habt, ist Mülleimer und Bänke. Und ich würde hier mal diese bunten nehmen. Fragt mich nicht warum, ich will mal was anderes sehen. Wir nehmen hier die bunten Geschichten. Die passen voll an der Rennstrecke hin, hier diese Mülltonnen sehe ich gerade. Das sind ja Reifen. Ja, und die Sitzplätze werden auch schon super angenommen. Sehr schön. Das gefällt mir. Wie lange machst du schon YouTube? Fragte Mr. Gercock and More. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen. Also ich mache das seit einem Jahr prinzipiell. Also seit einem Jahr habe ich so ein bisschen rumgetüftelt, ein bisschen was versucht mit YouTube, regelmäßig Let's Plays hochgeladen und alles. Und seit 2,5 Monaten, würde ich sagen, betreibe ich das intensiv. Und ja, also würde ich eigentlich sagen, ja, seit einem Jahr mache ich das und ja, das geht. Und wie gesagt, seit 2 Monaten, 2,5 Monaten dann wirklich sehr intensiv. Haben seit 2 Monaten dadurch dann auch wirklich, weil man da so viel Zeit und Liebe reingesteckt hat, ja, stetig und stark steigende Abonnentenzahlen und Zuschauerzahlen, was mir viel wichtiger ist als Abonnentenzahlen. Wir könnten ja hier auch nochmal eine Bank hinstellen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und falls jemand schlecht ist, sollen die hier auch die Möglichkeit haben. Das steht in Stein, das sieht nicht so gut aus. Das stellen wir ein bisschen um. Das sollte daneben stehen. Und wir müssen mal gucken. Wir können hier auch mal ein paar Bäume. Ich finde, wir haben hier sehr wenig Bäume im Park. Wir können ja auch ein paar Bäume hier mal pflanzen. Die Frage ist, was nehmen wir für Bäume, ne? Ich denke mal, so allgemeine Bäume können wir hier mal hinpflanzen. Das macht schon Sinn. Es sind ja auch Schattenspender, so ein bisschen. Und damit es nicht nur die gleichen sind, nehmen wir hier natürlich auch ein bisschen andere. So. Können wir das hier machen? Das geht, ne? Das war allgemein mal so ein bisschen beleben. Vielleicht hier auch zwischen denen. Das macht ja auch Sinn. Dass das so allgemein ein bisschen begrünter ist. Hier würde ich jetzt nicht unbedingt einen hinmachen.
Der Falstax ist da. Moin, schön, dass du da bist. So, alleine durch die Bäume wirkt das doch schon ein bisschen lebendiger. Wir sollten generell mehr Bäume pflanzen und generell auch vielleicht mehr die. Das sind so allgemeine Bäume, die man mal überall hinsetzen kann. Die müssen nicht unbedingt zusammenstehen. Die müssen auch nicht haufenweise da sein. Wichtig ist nur, dass überhaupt mal welche da sind. Denn so ganz ohne Bäume, dadurch sieht das so ein bisschen trostlos an manchen Stellen aus. Das kann man natürlich gut überbrücken, wenn man auch ein paar Bäumchen hat. Der Baum sieht auch nicht schlecht aus. Ja, ich finde, das macht schon mal viel her, wenn man da so ein paar Bäumchen hat. Wie gesagt, das werden wir jetzt nach und nach dann nochmal ein bisschen verschönern, auf jeden Fall. Wir wollen es natürlich auch schön haben, ganz klar. Und, heißt natürlich auch mal ein paar Bäumchen. So, hier in der Mitte, da können wir keine Bäume hinmachen. Hier könnten wir sowas hier hinmachen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Mal gucken, ob ich begabt genug bin, sowas Ähnliches nachzumachen. Ja, die sind ja alle riesig, die Steine. Das ist ja unglaublich. Hey. Oh. Ja, sieht jetzt nicht schlecht aus. Kann man mal so machen. Servus, der Jumper ist da. Ja, schön, dass du hierher gekommen bist. Oder dass du da bist. Das sage ich eigentlich immer. Hierher gekommen hört sich ein bisschen komisch an. So, haben wir da ein paar Steine. Da könnten wir vielleicht auch noch... Es gibt doch diese kleinen Büsche. Welche habe ich denn dafür genommen gehabt? Ich finde, die passen hervorragend dazu. So. Und hier können wir das vielleicht genauso machen, dass da noch so ein Gebüsch hier dran ist. Kann man so machen. Sieht ein bisschen dekorativer aus. Wir schauen mal, wie es jetzt hier aussieht überhaupt. 52% schon. Das ist nicht schlecht. Das ist okay. Ist nicht weltbewegend, aber es ist okay. Ist die Achterbahn von mir jetzt besser, fragt der Brian. Und hallo erst einmal. Ja, schön erstmal, dass du da bist, Brian. Das ist eine gute Frage. Ich habe alles runtergeladen. Wir schauen uns das gleich alles mal an. Geld kriegen wir genug. Die sind natürlich teuer. Wir haben auch von Kogi ein paar Sachen. Oder mindestens eine Sache. Zwei. Ich glaube, zwei hast du gemacht, Kogi, hast du gesagt. Das schauen wir uns gleich mal an, würde ich sagen. Aber erstmal eins nach dem anderen. Jetzt dekorieren wir hier noch den Eingang und dann schauen wir mal. Das waren diese doofen Dinger. Okay, da brauchst du dann nicht weiterhin. Ja, kann man so lassen. Das kann man so lassen. Man muss nicht übertreiben. Dann können wir das hier hin machen. Da hat es doch auch irgendwie was. Auch sowas hat einen gewissen Charme natürlich. So, ein bisschen Detailarbeit hier. Das Schöne ist, wir können damit auch die Pfosten verstecken. Es kriegt keiner mit. Also die Einlässe, die Schrauben. Wie geht's dir? Mir geht's super, Jumper. Und der Alex,
Ah, okay, das ist intern dann. Das ist eine interne Geschichte. So, wir schauen mal, ob das jetzt von der Deko ein bisschen hochwertiger ist. 59, das ist jetzt nicht der Burner. Da müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, die Leute kommen, das dauert nur einfach, bis die sich hier eintreffen. Das kann ich mich erinnern, wollte ich auch schöner machen. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was wir da alles für Bahnen haben. Ich weiß gar nicht, wem welche gehört. Ist natürlich schwierig. Wir haben ja sehr viele. Das ist von Kogi. Ja, hier ist eine Holzachterbahn. Boah, mit der Hintergrund sieht cool aus. Kostet 15.000. Die können wir noch nicht bauen. Eine Piratenbucht. Sowas ähnliches haben wir schon, Alex. Ja, zwei Sachen waren es, aber immer mit der Ruhe. Also diese Holzachterbahn, ich will sie mir zumindest mal angucken, wie die aussieht. Oh, die ist auch schön kompakt. Oh, mit Feuer oben und so. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und Ölquelle und ein Windrad. Aber schlägt das nicht die Fahrer oder ist das hoch genug? Ich weiß es gar nicht. Wir werden mal gucken. Sieht sehr cool aus. Bin ich schon sehr, sehr gespannt. Bein. Das hab, glaube ich, alles gemacht. Das ist keine Mülleimer hier. Das sind diese Alleen und so, damit wir hier mal ein bisschen Ordnung haben. Das ist, wo ich Copy-Paste gearbeitet habe. Also meine Sachen haue ich jetzt mal weg. Die brauche ich nicht. Eure lassen wir natürlich. Auch das hier, das kann ich immer wieder selber bauen. Was war das hier? Raumschiff brauche ich auch gerade gar nicht. Ich echt freuen, wenn du mit dem Wert diesmal zufrieden bist. Das ist eine Optimierung, 230 Minuten. Ja, auf die Länge kommt es auch nicht an. Ich muss nur mal gucken, die Piratenbahn war es glaube ich nicht, ne? Also wir haben jetzt das. Dann, das ist der Kolossus, das auf gar keinen Fall. Für Xelron Bahn 1, oh, ich, das für Xelrons Bahn 2, das dürfte deine dann sein hier. Alter Falter, nicht schlecht. Ist das deine oder ist das Kogi seine? Also die gefällt mir auch, die sieht richtig cool aus. Da hängt zwar irgendwie ein Gebüsch in der Luft, aber das ist ja nichts, was man nicht verändern kann. Wahrscheinlich hast du Felsen bei dir da gehabt. Wie teuer ist die? 12.000, die können wir uns schon fast leisten. Ich würde fast sagen, wir bauen die dann doch gleich mal. Die ist so grün, die darf hier hin. Wo ist denn der Eingang? Oh, ich habe mich gedreht, zu schnell, Hilfe. Okay, das ist der Ausgang, da ist der Eingang. Yeah, also die sieht schon cool aus. Hat auch eine Videowand drin. Sehr cool. Mit der müssen wir natürlich erstmal fahren. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer die gebaut hat. Ob der Kogi das war oder ob du das warst, Brian. Meine heißt Xelron Holzachterbahn. Schauen wir gleich mal nach, Brian. Dann machen wir die danach. Schauen uns einmal die Fahrt mit der an. Ja, Wasserbahn ist nett dabei. Wie, Wasserbahn ist nicht dabei, Kogi? Boah. Also die Bahn fühlt sich sehr rund an. Das finde ich sehr cool. Nichts Abgehacktes, sehr, sehr flüssig bis jetzt. Boah, und es geht hier sogar rüber. Sehr schön, über die Burg. Auch nicht schlecht. Wow. Ja, sehr cool. Sehr cool gemacht. Dankeschön, Dankeschön. Deine gucken wir gleich nochmal, Brian. Dann war das jetzt die von Kogi, glaube ich, die erste. Dankeschön. Ich verbinde die und dann gucken wir gleich mal nach der anderen Achterbahn, weil je eher wir die verbunden haben, ups, Entschuldigung, falsche Sache hier, je eher wir die verbunden haben, je eher haben wir natürlich Kohle, ganz klar. Ich gucke gerade, was steht da? Ah, okay, also müssten die hier lang gehen.
nicht genügend Geld. So, dann haben wir das. Und dann können wir nämlich auch den Eingang platzieren, beziehungsweise den Eingang verbinden. Und zwar nehme ich dafür die roten Steine hier. So, und dann geht's runter. Das kann noch mal ganz kurz weg hier.